So, da sind wir wieder bei der Wilds of Draenor Beta. Ja, und wir machen mal direkt da weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich sagen. Nämlich in dieser schönen kleinen Ocean-Posten, den wir hier errichtet haben von der Horde. Und werden gleich mal weitermachen mit der nächsten Quest, die wir hier annehmen können. Speeren Xer, Werkstatt Quest. Quetsch 5. Mann, was für ein Name. Kommandant, ein Kurier ist heute Morgen eingetroffen. Er sagte, er kommt aus einer Goblin-Siedlung im Südosten, die sich Werkstatt Quetschpfeif nennt. Man bittet dort wegen irgendeiner Naturkatastrophe um unsere Hilfe. Wir haben zwar nur wenig Leute, aber wenn wir hier Vertrauen gewinnen können, bekommen wir vielleicht einen wertvollen Verbündeten. Begebt euch dorthin und schaut nach, welche Hilfe wir leisten können. Ich habe bereits mit dem Flugmeister gesprochen, der einen Sonderflug für euch dorthin veranlasst hat. Questile sprechen mit Hotu Feuerwind, um euren Flug zur Werkstatt Quetschpfeif anzutreten. Seid für alles bereit. Ja, das machen wir doch mal. Was führt euch hier? Bringt mich zur Werkstatt Quetschpfeif. Möge die ewige Sonne euch bescheiden. Dann fliegen wir doch mal eine Runde. Wir haben zwar eigentlich hier auch noch eine Quest. Sollen wir mit Reshard sprechen, etc. Aber ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn wir zuerst mal die Axtfall-Quests erledigen. Oh, da fliegt aber auch ganz schön was rum, du. Jede Menge Schreckensraben. Und da oben kommen wir halt noch nicht hin, weil wir noch nicht fliegen dürfen in Draenor. Aber ich bin mir sicher, das wird beinahe bald freigeschaltet. Also mit einem späteren Patch, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Yay, hallo, wir sind da. So, neue Goblins. So, dann wollen wir mal hier hin. Willkommen! Wie geht's? Willkommen in der großartigsten Werkstatt auf ganz Draenor. Wir sind die Besten, ganz egal ob ihr Reparaturen an eurem Trike, Hot Rod, Shredder, Flammenwerfer oder Raketenschlitten benötigt. Man könnte fast behaupten, wir würden den Markt beherrschen. Werkstatt Quetschpfeif. Hey, ihr seid von diesem Hordenbasis, richtig? Ich bin froh, dass ihr die Reise angetreten habt. Wir können hier nämlich wirklich eure Hilfe gebrauchen. Entpilzung. Habt ihr die Pilze draußen im Wasser gesehen? Sie wachsen schneller als ein Baby-Ravasaurier aus Ungoro. Und wenn wir sie nicht unter Kontrolle bekommen, wird die Werkstatt genauso ruiniert wie unser letztes Dorf. Onkel Krixel hat mir immer gesagt, man soll die roten Pilze verbrennen, weil die für das schnelle Wachstum verantwortlich sind. Ihr könntet uns helfen, indem ihr einen Flammenwerfer nehmt und einige der Sporen in Watt da unten vernichtet. Questziele? Benutzt den Flammenwerfer QR58, um 20 Sporenpuzzeln zu zerstören. Yay, ein Flammenwerfer. Juhu. So, und dann haben wir hier Ingenieur Gatzwitz, Spore X. Wir haben einen Notfall. Einige Sporenbummler haben den Strand verseucht und unser Spore X-Geschütztürme zerstört. Jetzt stehen wir quasi ohne Rüstung und Unterhemd da. Wenn wir diese Türme nicht wieder in Betrieb nehmen, schweben diese Sporen mitten in die Stadt hinein und dann haben wir es mit einem zweiten Quetschpfeifen-Cup zu tun. Wir müssen da raus und sie manuell wieder einschalten. Was ist? Seid ihr dabei? Questile aktiviert 6 Spore X-Geschütztürme. Schönen Tag auch. Die Goblin-Missionen sind meistens immer mit die besten. So von der Art her. Da drüben gibt es noch eine Quest. Irgendwo. Unliebsame Plagegeister. Diese Kreaturen draußen im Wart zerstören die Türme schneller, als wir sie wieder in Betrieb nehmen können. Ich soll die Biester ausschalten, aber mein Flammenwerfer ist vollkommen kaputt. Mit dem verdammten Ding kann ich nicht mal eine Kerze anzünden. Könntet ihr mir einen Gefallen tun, ein paar dieser Landplagen töten, während ich meinen Flammenwerfer zur Reparatur bringe? Sagt nur Gatzwitz Bescheid, dass ihr für mich einspringt, damit ich die Reparatur ersetzt bekomme. Questil tötet 10 Sporentreiber der Fungus-Kolosse in Sporen... Nebelwatt. Schön, dass ich helfen konnte. Danke, Kumpel. Ihr habt mich gerettet. Ja, gut. Machen wir das halt mal. Also. Wir haben hier einiges zu tun. Wollen wir mal. Na
Lalalalala. Langsam macht sich's auch bemerkbar, dass wir hier halt, ja, Tanks sind. Die Mobs leben immer länger. So. Das vielleicht die Sporen pusteln? Ich bin mir nicht sicher. Da geht wieder das Add-on nicht. Hier. Ah ja. Das Gelbe sind tatsächlich die Sporen pusteln. Alles klar. Wir haben auch noch eine. So. Jede Menge Sporen pusteln. Da haben wir noch einen Turm, der aktiviert werden will. So. Stirbt, stirbt, stirbt. Die Sporengleiter. Das sind aber kleine Sporengleiter. Wenn ich überlege, dass wir dafür Mounts haben. Oder waren das keine Sporengleiter? Hießen die anders? Ich bin mir da gar nicht so sicher gerade. So, den machen wir auch noch kaputt da. So, haben wir das auch. Da haben wir noch einen Turm. Das geht auf jeden Fall fix, was wir hier machen müssen. Haben wir schon alle zerstört? Ah ja, tatsächlich. Deswegen kann ich auch den Feuertypen nicht aktivieren. Den Flammenwerfer. Da haben wir das schon mal fertig. So, jetzt müssen wir noch ein paar Kreaturen killen. Oh, was ist denn das da? Ein Schiff. Und ich sehe schon, hier hinten gibt es einen Schatz. Da hinten. Seht ihr das? Wo mein Mauszeiger gerade ist. Da ist sowas lila umrandet. Da ist eine Kiste. Das sehe ich jetzt schon. Coole Sache. Coole Sache. Natürlich, aber ich werde eben Secrets und so weiter interessieren mich jetzt gerade im Moment nicht. Oder auch Achievements. Ich mache hier ein Let's Play. Was Beta-Server ist, ich möchte so möglichst viel zeigen, bevor die Beta vorbei ist. Vielleicht mache ich mal ein richtiges WoW-Let's Play. Ich bin mir nicht sicher, da ich ja auch selber nebenbei noch raide und nicht nur WoW spielen mag. Eigentlich habe ich Let's Plays immer benutzt, um auch andere Spiele mal zu spielen. Ich muss wird sich zeigen. Wenn ihr das möchtet, kann man das sicher mal machen. Muss man mal schauen. So. Ich brauche noch einen. Sag mal den da. So, jetzt haben wir natürlich zwei wieder, war ja klar. Immer einen mehr, als den ich brauche. Das ist so nervig. So, looten. Aufmounten. So, und Quest abgeben. Und wieso läuft er jetzt nicht auf dem Wasser? Gilt er nicht als Wasser oder was? Was ist denn hier los? Müsste eigentlich auf Wasser laufen können. Jawohl. Gut. Wahrscheinlich, weil wir den Debuff noch hatten. So. Entpilzung. Hey, gute Arbeit da draußen. Das hätte ich selbst nicht besser machen können. Und wir haben eine Mission beendet, also eine unserer Gefährten, also Follower. Seid ihr hier, um euch für die Feuerschichten anzumelden, oder was? Sporex, hey, ihr habt die Spender wieder zum Laufen gebracht. Gute Arbeit, Kumpel. Unliebsame Plagegeister. Lemmys Waffe ist also mal wieder einmal kaputt, ja? Ihr habt ihn da draußen gut vertreten. Ich könnte mehr Arbeiter wie euch brauchen. Bleibt sauber! Boah, was war das denn? Ja, hier ist irgendwie gerüttelt gewesen. Fräulein Kuppelplopp, die Goldgrube ist in den Bergen im Süden abgestürzt. Abgestürzt? Die Goldgrube? Hä? Zeit ist Geld.
Die Goldgrube. Hey, wir haben hier eine ausgewachsene Krise. Unser Zeppelin, die Goldgrube, ist über den südlichen Gebirgssturz abgestürzt. Es sollte nur eine Beobachtungsflug sein. Was sollte da schon passieren? Wir müssen so schnell wie möglich dort hinunter. Und dabei werde ich eure Hilfe brauchen. Kann ich auf euch zählen? Quetschel trefft Chiemsee Quetschpfeife am Wrack der Goldgrube. Oh, so ein Auto. Geil. Ihr seid... Da seid ihr ja, Fräulein Quetschpfeife. Wurde aber auch Zeit. Kommt, Gavin Gatzwitz. Natürlich, die Dame. Und mich nimmt sie nicht mit. Na ja, gut. Wollen wir mal hin und gucken, was da... Oh, hier gibt es ja sogar einen Landeplatz. Ach ja, damit den sind wir ja gekommen. Haha. So. Da wird es wieder ein Rare geben. Den machen wir jetzt aber nicht. Später vielleicht mal. So, dann wollen wir mal gucken, was da passiert ist. Warum ist der Zeppelin abgestürzt? Hey, ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ach du meine Güte, das ist weit schlimmer, als ich befürchtet hatte. Ich werde wirklich etwas Hilfe brauchen, um die Überlebenden daraus zu holen. Gut, dass ich euch habe. Zusammenflicken der Mannschaft. Meine Güte, die Trümmer sind über den ganzen Gebirgszug verteilt. Die Überlebenden werden nicht lange durchhalten. Wir müssen schnell etwas unternehmen. Sie brauchen jetzt medizinische Versorgung. Hier, nehmt mein Verbandszeug und flickt sie wieder zusammen. Questile belebt 6 verletzte Besatzungsmitglieder wieder. Von Helden und Kammerjägern. Also, es sieht so aus. Wir müssen diesen Bergungsoperationen so schnell wie möglich beginnen. Aber das Schiff ist mitten in einem Wespennest abgestürzt. Die widerlichen Insekten sind überall. Und solange die Wespen dort sind, kann ich meine Leute nicht dazu bewegen, mit ihrer Arbeit zu beginnen. Geht und tötet so viele Wespen wie möglich. Dann beteilige ich euch an der Ausbeute. Schönen Tag auch. Tötet 8. Irgendwas habe ich vergessen zu lesen. Verdammt, egal. 8 Blutflügelwespen. So. Okay. Dann wollen wir mal. Hier, den müssen wir wieder beleben. Aufstehen da. Aufstehen. Das war das erste, nicht aufbauen wollte. Vielen Dank fürs Zusammenflicken. Da ihr mich gerettet habt, gebe ich euch einen Rat. Haltet euch vom Quetschpfeifenkampf fern. Jojo. So, den müssen wir töten. Tschüss, so. Da. So. Am Quetschpfeifenkap wimmelt es von Infizierten. Ich glaube, für die Stadt gibt es keine Hoffnung mehr. Was reden die denn da? Ich komme doch, hä? Sind die verwirrt? Das war eine sehr schöne Explosion. Ich wünsche nur, ich wäre nicht mittendrin gewesen. Das Quetschpfeifenkampf ist verloren. Wir haben nur einen Kerl gesehen, der nicht infiziert aussah. Aber wir haben die Kontrolle über den Zeppelin verloren, bevor wir Verbindung mit ihm aufnehmen konnten. Was zum Teufel? Was für eine Infektion, bitte? Wir haben ein paar Informationen bekommen. Ach, wahrscheinlich hier vorne das Camp. Machen wir erstmal ein paar von den Blutfliegen noch kaputt. Oder jemand aber ganz schön zusammengezogen. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Den machen wir kaputt. So, und auch vielleicht mal noch ein bisschen Werbung zu machen. Ich werde natürlich am Release-Tag WoW World of Draenor direkt spielen, in die Nacht hinein. Und ich werde mit einer Gruppe aus meiner Gilde versuchen, so schnell wie möglich zu leveln. Das werde ich auch live streamen. Also ihr könnt da gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Blurak mit Doppel-U auf Twitch.
Ja, wenn ihr mich da sehen wollt, warum auch immer, ihr seid alle herzlich willkommen. Ich werde auch versuchen, Fragen zu beantworten, wenn es nebenbei geht. Aber es wird halt ein richtiger Marathon. Also wir werden halt wirklich, wir wollen innerhalb von 24 Stunden das Maximallevel erreichen und vielleicht sogar noch ein paar andere Sachen nebenbei machen. Also wir wollen halt lange vor den 24 Stunden fertig durch sind, halt schon Level 100 sein. So. So viel dazu. Hier machen wir weiter. Die Quest ist fertig. Zusammenflicken der Mannschaft. Gute Arbeit, Glurak. Sobald Gatzwild seine Leute hierher gebracht hat, können wir die Mannschaft wieder zur Werkstatt bringen. Falls ihr je was braucht, was liegt an? Von Hel... was? Fräulein Kimsel. Bevor wir abgestürzt sind, haben wir einen Überlebenden gesehen. Ich glaube, es war euer Onkel. Von Helden und Kammerjägern. So macht man das. Sobald meine Mannschaft hier eintrifft, können wir mit der Arbeit beginnen. Hier ist eure Bezahlung. Danke, dass ihr die Arbeit erledigt habt. Bleibt gut drauf. Folgt dem Hot Rod. Fräulein Kimze ist ein zäher Knochen, aber das Quetschpfeifenknapp ist zu gefährlich für sie allein. Es wäre eine Katastrophe für die Moral, wenn unser Boss infiziert werden würde. Ich muss die Mannschaftsmitglieder zurück in die Werkstatt bringen. Also müsst ihr dafür sorgen, dass mit ihr alles in Ordnung ist. Das Zuhause ihres Onkels ist der Turm auf der gegenüberliegenden Seite des Ölfelds. Ich denke, ihr solltet dort nach ihr suchen. Questil sucht nach Kim C. Quetschpfeife am Quetschpfeifen-Cup. Bleibt sauber. Ist die jetzt einfach abgefahren? Ich habe das irgendwie jetzt nicht mitbekommen. Egal. Los geht's. Einfach den Weg entlang und werden wir es schon finden. Ja, wieder die Ölausbeute. Die Goblins. So, wollen wir hier hin? Da gibt es auch wieder jede Menge Rares immer zu sehen. Schlimm. So, hey da, ihr seht ja gar nicht krank aus. Ihr müsst dieser Kerl sein, von dem mir meine Nichte erzählt hat. Kommt schon, rüber! Ja, was wollt ihr? Folgt dem Hot Rod. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass mein Onkel lebt. Die schlechte ist, dass sein Bein verletzt ist und wir von den Infizierten umzingelt sind. Mit meinem kaputten Hot Rod können wir ihn nicht da rausholen. Die richtige Teile zur Hand. Onkel Krixel ist ein zäher Knochen, aber selbst er läuft mit einem gebrochenen Bein nirgendwo zu Fuß hin. Er hat eine Flugmaschine, die er aus Azeroth mitgebracht hat. Damit könnten wir hier rausfliegen. Das Problem ist nur, dass der Motor kaputt ist. Ich benötige ein paar Ersatzteile, um das Ding zu reparieren. Mein Auto ist hin, aber die kaputten Schredder draußen vor der Stadt sollten haben... Was? Draußen vor der Stadt sollten haben, was wir brauchen. Uns fehlt die Zeit, sie von Hand auseinanderzubauen. Also benutzt diesen Raketenwerfer und sprengt sie in Stücke. Alles, was im Einschlag übersteht, sollte widerstandsfähig genug sein, um es in den Motor einzubauen. Questziele, setzt die Knackerrakete G-14 ein, um brauchbare Getriebeteile aus kaputten Schreddern zu holen. Ist ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Bisschen laggy, der Server. Volltanken, bitte. Diese Flugmaschine kann uns hier herausbringen, aber ihr Treibstofftank ist knochentrocken. Wir befinden uns direkt neben den Ölfeldern, aber bei den ganzen Infizierten da draußen haben wir keine Zeit, eine Leitung bis hierher zu legen. Also müssen wir improvisieren. Die Ölkreaturen neben den Pumpen dort draußen sind randvoll mit einer hochwirksamen Mischung, die ich direkt in den Tank füllen könnte. Besorgt mir etwas von dem Öl. Dann sind wir unserem Ziel hier abzuhauen einen Schritt näher. Questil sammelt 4 flüchtiges Öl. Bleib sauber! Zeit ist Geld! Feldversuch! Passt auf, ich habe Kim C. nichts davon erzählt, weil ich ihre Gefühle nicht verletzen möchte. Aber ich habe mich entschlossen, das Quetschpfeifen-Cup nicht zu verlassen. Ich habe nämlich an einem Serum gearbeitet, von dem ich hoffe, dass man damit die Infizierten heilen kann. Aber als ich es testen wollte, wurde ich umzingelt und habe mich bei der Flucht am Bein verletzt. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Wege bin, aber ich muss das Serum jetzt testen. Nehmt bitte diese Fiole und testet es an einem der Infizierten da draußen. Questziele, begebt euch zum Quetschpfeifen-Cup und benutzt die Fiole mit unerprobtem Serum. Bei einem Infizierten haut drauf oder einem infizierten Holzfäller, um das Serum zu testen. Kehrt dann zu Kriegs die Quetschpfeife zurück, um über die Ergebnisse zu berichten. Schön, diese Quetschpfeifen, du. Seid vorsichtig mit dem Serum. Ich weiß nicht genau, wie es wirkt.
Ja, ihr Goblins wisst nie irgendwas genau. Das ist das Problem. Gut, dann wollen wir aber die Folge erstmal, ich gehe nochmal zurück, wollen wir die Folge mal beenden, denn die, wir sind schon wieder so lange dran. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Waters of Draenor Beta Gameplay Let's Play mit mir. Ciao.